Willkommen zurück zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. So, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Und zwar habe ich hier unten rechts auf die 1 und 2 geklickt, so wie der Hendrik mir empfohlen hatte. Da kann ich gleich dann direkt mal ausprobieren, ob das mit dem Autofeuer auch funktionieren wird. Dann, ja, habe ich einen neuen Brückenoffizier, und zwar diesen Herrn Crunchy hier. den habe ich auch schon mit dem, was ich jetzt halt hatte. Einige Sachen, die ihr mir zugeschickt habt, die kann ich ja erst mit Stufe 30 verwenden, also in unmittelbarer Kürze. Da wird der gute Mann Crunchy auch davon profitieren. Bei den Fähigkeiten habe ich auch was erlernt. Und zwar habe ich, ich habe ja den Crunchy vom Knuspi erhalten. Und ja, hier Notenergie zu Waffen hat er schon gelernt. Und ich habe hier auch noch, weil das war mir neu, ich wusste nicht, wie man das macht. Die anderen Bücher, die kann ich erst nach meinem nächsten Stufenaufstieg zum Captain. Dann kann ich den Herrn ja befördern und diese Sachen, diese drei, erlernen. Ich habe auch noch im, ich glaube auf meiner Bank, auch noch andere Fähigkeitsbücher, die die Damen und Herren meiner Crew gut gebrauchen können. Also das funktioniert einfach so, für alle, die dies nicht wissen, dass ihr mit diese Bücher, die können andere Spieler herstellen, die kann man in den Tauschbörsen auch anderen Spielern abkaufen, insofern man sie halt noch nicht selber herstellen kann. Und dann funktioniert das quasi dann halt so, hier bei diesen, teilweise kann man die auch beim NPC kaufen, dass man dann hier einfach hier auf diese ganzen Fähigkeiten klickt und man darüber sehen kann, welche Bücher man hat und ne, dementsprechend die Sachen erlernen kann. Das war mir auch neu. Ich hatte vorhin hier, leider hat der Schlacki mir das Video gerade gelöscht, dafür werde ich dem auch noch auf die Finger hauen, den Tanzwettbewerb doch noch mitgemacht und ich habe das auch noch geschafft. Ich werde das für euch irgendwann nochmal aufnehmen, aber jetzt geht es ja erstmal um Blinde erzählen Legenden. Der blinde Mann muss eine Art Maulwurf für das Orion-Syndikat sein. Das sind die Leute, in deren Besitz sich die Auslöser befinden, die sie suchen. Ich kann nichts Genaueres über diesen Kerl sagen, aber jemand in der Stadt wird ihn sicher kennen. Sie müssen den Leuten zeigen, dass sie gegen das Syndikat kämpfen und bestehen können und dass sie in der Lage sind, sie vor dem Syndikat zu schützen. Erst dann werden sie überzeugen können, ihnen zu helfen, diesen Kerl zu finden. Als erstes sollten sie ein wenig ihre Muskeln spielen lassen. Ich wette, dann wird einer von denen vortreten und ihnen sagen, wer der Maulwurf ist. Sammeln sie Informationen über den blinden Mann. Und dafür erhalten wir auch nette Belohnungen. Die können wir dann vorübergehend schon mal hier dem Crunchy anziehen. Mit Two of Age sprechen. Sie versuchen uns zu helfen. Interessant. Ich frage mich, was ihre Motive sind. Ich werde sie jedoch nicht in Frage stellen. Viele Menschen kommen mit einer Absicht hierher. Ich bin sicher, dass sie Replikatoren auf ihrem Schiff haben. Wir müssen mit den Nahrungsmitteln und dem Wasser zurechtkommen, das uns das Orion-Syndikat bereitwillig verkauft, um jeden Preis zu zahlen, den es verlangt. Sie haben eine Festung, irgendwo außerhalb von Paradise. Ich weiß nur nicht wo. Die meisten von uns versuchen gar nicht erst, sich außerhalb dieser Mauern aufzuhalten. Ein Replikator für die Bar wäre ein großes Zeichen des Vertrauens, wenn es das ist, wonach sie streben. Ansonsten nun, die Leute respektieren die Zur Schaustellung von Autorität. Okay, beauftragen Sie einen Dienstoffizier mit der Installation eines Replikators in der Bar und erlangen Sie anschließend den Respekt der Bewohner von Paradise Lost. Mit der vorherigen Mission, die untergegangene Stadt des Paradieses, haben Sie einen Dienstoffizier erhalten. Sie finden den Offizier für den Einsatz in der Mission in Ihrem Inventar, sofern Sie nicht über andere Dienstoffiziere verfügen. So, ich beauftrage jetzt ein Crewmitglied. Und, kann ich niemanden anderen auswählen? Den nehme ich jetzt einfach mal. So. Auftrag beginnen. Die gute Dame arbeitet ja daran.
So, Schlacki. Und irgendwann werde ich das nochmal wiederholen müssen wegen dir. Und dann machst du mit. Das kann ich aber erst morgen machen. Darüber bin ich echt ein bisschen pissed off. Das gebe ich jetzt einfach mal so zu. So. Jetzt muss ich eine Kostprobe meiner Macht abgeben. Mache ich. Kein Problem. So, Offiziere herunterbeamen. Wird erledigt. So. Für die Niedlichkeit ist wieder Fluschi Flauschi zuständig. Die nehme ich mit. So, was habt ihr jetzt hier noch für ein Problem? Hallo? Ihr könnt auf Wiedersehen. So, da hinten wird mir auch noch was angezeigt. So, da sind auch noch welche. Offiziere herunterbeamen. Mach das mal sehr schön. So, und dann die nächste. Moment. Huch, ich hänge hier an der Laterne fest oder was es auch immer war. War. Die habe ich ja schon behandelt. Das muss ja da hinten noch irgendwo. Ah, wartet mal, hier muss ich rum. So, und jetzt, und dann muss ich, ja, da rein. Mache ich, kein Problem. Offiziere herunterbeamen. Das habe ich auch. So, und jetzt muss ich scheinbar zurück in die Bar. Ich bin gespannt, was da passiert. Und ich freue mich auf den ersten Bodenkampf, muss ich sagen, weil ich wissen möchte, ob jetzt endlich meine... Hallo? Was möchtet ihr, Freunde? Two of Eight möchte nicht mit mir sprechen. Oh, jetzt hänge ich hier an der Wand fest. Kann ich hier irgendwas machen? Mit Barkeeper sprechen? Wir mögen sie vielleicht nicht, aber ihr Geld nehmen wir trotzdem gern. Was wollen sie? Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, mit wem ich hier reden soll. Das ist vielleicht hier diese Konsole. Moral verstärken. Kann man einfach mal machen, ne? Schaden tut's nicht. Was hast du? Das tat gut. Ah, ich mach das gerne für dich. Hier, schaut mal. Ich glaube... Ja! Mit Yamlong Nook sprechen? Was kann ich heute für sie tun? Erzähl mir mal, wer du bist. Ich bin Yamlong Nook. Nun wollen sie noch was? Daten sind nicht billig, wissen sie? Ich gebe ihnen noch eine ganze Menge. Hm, besser nochmal drüber nachdenken. Informationen über mich sind schon etwas teurer und mit Geld schon gar nicht zu bezahlen. Hier geht es um Vertrauen, mein Freund. Ich werde ihnen etwas erzählen, sobald wir uns ein wenig besser kennengelernt haben. Na, momentan möchte ich gar nicht so viel mit dir reden. Moral kann man ja trotzdem verstärken. Ach, das muss ich hier auch machen. Guck mal. Freunde. Der Tanzkoordinator, der hat keine Moral, oder was? Moral verstärken? Da, da, da. Ah, das hatte ich doch hier gerade schon mal gemacht. Wem kann ich denn hier noch Moral verstärken? Ich verstärke die jetzt hier alle. Die freuen sich. Ja, Dabo möchte ich jetzt nicht spielen. Ich möchte euch an eure Moral appellieren. Ach, so, guck mal. Beim Barkeeper eine Runde bestellen. Mach ich doch mal. Rede mit mir. Barkeeper? Eine Runde für die Bar. Eine Runde für die gesamte Bar? Tja, das ist eine tolle Geste. Sagen Sie Ihren Gästen, ich werde dem Syndikat gewachsen sein. So, Freunde, Prost. Ein Hoch auf Fluschi Flauschi und Fluffy. So, und jetzt muss ich mit Law sprechen. Den finde ich ja wieder am ganz anderen Ende. Vom Lost Paradise. Der arme Mann, der Friedenswächter. Den Friedenswächter, den brauche ich hier, wenn ich den Schlacki gleich ärgere, weil der meine Aufnahme gelöscht hat.
Ich werde mich dafür revanchieren irgendwann bei dir. So, Law kontaktieren. Was passiert jetzt? Ich werde hier beobachtet von einem Gorn. Commander, die Leute in der Stadt beginnen damit, sie über sie zu sprechen. Man glaubt, sie seien wirklich hier, um etwas zu verändern und im Kampf gegen das Orion-Syndikat zu helfen. Sie suchen nach dem blinden Mann, dem Informanten des Syndikats. Sie haben ihn gefunden. Ich versorge Hassan seit Jahren mit Informationen, schon immer seit jener Nacht in der Wüste. Okay. Nun, ich erwarte nicht, dass Sie mich besonders mögen, geschweige denn vertrauen. Dennoch kann ich Ihnen die Informationen liefern, die Sie brauchen. Ich weiß, wo sich Hassans Festung befindet. Das ist der einzige Ort, an dem die Auslöser sein könnten, wenn er sie nicht bereits verkauft hat. Erzählen Sie mir alles über die Festung. Hassan ist im Schiffswrack in den Bergen im Osten, aber die Festung ist äußerst gut bewacht. Von den Orionern angefeuerte Piraten bewachen den Gebirgspass, während die Nausikaner einen Gefängnisbereich bewachen. Bitte, Commander, wenn Sie dort hinaufgehen, retten Sie die Gefangenen. Es sind arme Leute aus dieser Stadt, die von den Orionern entführt wurden. Entweder für den Sklavenhandel oder einfach nur aus Spaß an der Folter. Mein Gott, sehr schrecklich. Sie werden sich ihren Weg durch das Gebirge hinauf erkämpfen müssen. Doch irgendwann werden sie die Festung und die Auslöser erreicht haben. Viel Glück! Ich würde sagen, dass die Leute in dieser Stadt Ihnen die Daumen drücken. Nur eben nicht ganz offen. Okay, danke, Law. Das finde ich sehr gut von dir. Jetzt geht's, glaube ich, ans Eingemachte. Ich soll mich der Festung nähern. Fluschi Flauschi, wo bist du denn? Kommst du schön mit? Ja, komm mal schön. Ja, fein. Du musst noch ein bisschen schneller werden, ne? Finde ich gut von dir. Die gibt sich immer Mühe, die kleine Fluschi Flauschi. Ich bin jetzt nicht so schnell, dann kannst du besser hinterherkommen. Oh, schau, ach, ich muss mal vielleicht gucken, wo ich hinlaufe, ne? So, meine Crew, wo seid ihr? Zeigt euch, Jungs und Mädels. Schön, dass ihr alle da seid. Ich frage mich allerdings gerade, das muss ich mal eben gucken. Ich hatte ja hier den Crunchy eigentlich zum Außenteam. Warum ist denn dann die Sama eigentlich noch hier? Naja, vielleicht muss ich das nochmal machen. Ist natürlich möglich, ne? So, lieber Hendrik, an dieser Stelle möchte ich dir sagen, dass das jetzt endlich funktioniert mit dem Autofeuer. Und es hat die ganze Zeit wirklich nur hier unten an diesen Kleinigkeiten gelegen. Dass das nicht aktiviert worden war. Einfach an zwei Rechtsklicks ist das gescheitert. Krass. Das finde ich heftig. Aber ich bin jetzt wirklich froh, dass das wieder funktioniert. Sehr schön. Ich sammle hier mal eben ein. Gegenstände nehmen. Das Gute daran hier habe ich ja vorhin schon, also beziehungsweise für euch habe ich das gestern gesagt. Man kann hier so viele Sachen farmen. Das ist unfassbar. Ich finde das echt toll. Jetzt muss ich einen gigantischen Skorpion besiegen. Wo finde ich den denn? Den gigantischen Skorpion. Das sollte jetzt, da das Autofeuer funktioniert, funktionieren. Für alle die, die das nicht wissen, zeige ich das auch mal eben. Hier in den, also über Optionen, über Steuerung. Hier, ja, ihr seht das ja hoffentlich. So, die kämpft ja jetzt von alleine. Dann kann ich das mal einfach ebenso hinnehmen. So, das Wichtigste war hier diese Sachen. Bei Angriff, Angreifer wählen an. Bla bla bla. Hier das hier, freie Kamera, war auch noch wichtig.
Ihr seht das ja hier. Und dann automatischer Angriff an, aus, kein Abbruch. Und so weiter. Und bei Angriff Angreifer wählen. Das hatte ich ja, glaube ich. Und Autozielen bei Angriff wählen. Und dann wichtig hier unten bei diesen Symbolen automatisch abfeuern. Und Strahl mit automatischer Zielerfassung einen Rechtsklick machen. Und das war's. So. Ich will die Sachen hier noch einsammeln, bevor die wiederkommen. Danke, das habt ihr sehr gut gemacht. Ach, was hab ich denn noch neu? Ich hab gerade ganz vergessen, euch noch zu zeigen, dass ich neue Schiffswaffen habe. Erstmal die ich jetzt benutzen kann. Und dann hat mir der Hendrik auch noch Strahlenbänke gebaut. Wenn ich irgendwann mal in der glücklichen Situation bin, dass ich das machen kann, würde ich mich dann da auch gerne bei anderen neuen Spielern für revanchieren. Vielleicht am besten, indem man diese Dinge zu humanen Preisen in die Tauschbörse setzt. Weil man kennt ja halt doch nicht alle, ne? Also lernt man ja nur ziemlich schwierig kennen. Man muss da halt einfach drauf achten, wenn man mal neue Spieler sieht. So. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder alles einsammeln. Die meisten Sachen kann ich gleich alle ganz toll replizieren. Dings da, ihr wisst, was ich meine. So. Plünderer. Wegelagerer. Ist das nicht schön? Ich kann mich jetzt... Ich muss hier nicht die ganze Zeit mehr rumklicken wie so ein Weltmeister. Ich kann ganz beruhigt hier lang rennen. Ist das nicht toll? Das ist richtig erleichternd. Da kann ich mich nur darauf konzentrieren. So, Commander-Fähigkeit Rang 3 habe ich erhalten. Ja, finde ich gut von dir. Ist das nicht schön? Ich kann mich total darauf konzentrieren, mit euch zu reden, euch was zu erzählen. Finde ich so schön. Jetzt habe ich... Oh nein, ich will nicht gebeamt werden. Hat sich das jetzt abgebrochen? Ich hoffe. Ja, also da muss man dann aufpassen. Muss ich hier hin? Nee. Ich muss weiter da lang. Aber... Ich muss doch darunter. Weil da erleuchtet nämlich was. Die kann man ja hier trotzdem nochmal eben vernichten. Ah, Schlacki. Jetzt musst du ein bisschen arbeiten, ne? Dafür, dass du die Aufnahme gelöscht hast. Unverschämtheit. So. Ah, warte, warte, warte. Irgendwo konnte man hier nämlich durch. Ich bin mir nur gerade nicht ganz sicher, wo es war. Das muss hier gewesen sein. Plünderer. Ich helfe hier nochmal eben mit. Aber man muss hier runter können. Was man hier alles findet. So, ich heb das jetzt trotzdem wirklich nochmal auf. Man muss ja alles mitnehmen, ne? So. Und jetzt gucke ich. Man muss hier durch können. Ich habe eine Einfahrt wahrscheinlich zu früh genommen. Aber es ist möglich. Jetzt habe ich auch viel mehr Zeit, hier diese ganzen einzelnen Fähigkeiten zu benutzen. Das ist nicht das Schlechteste.
Guck, da unten ist das. Hier müssen wir hin. Befreien Sie die Gefangenen. Ja, ja, mit dem Tricorder wurden Gefängnisse entdeckt. Von Eliza. Aha. Ich gehe hier rein. Hier. Banditen. Und da sind, glaube ich, schon zwei Gefangene. Jetzt fällt mir das auch viel einfacher, hier Gegenstände nehmen. Gruppe herausbeamen. Gruppe herausbeamen. Die werden jetzt in Sicherheit teleportiert. Sehr gut. Finde ich ganz große Klasse. Kann ich noch mal was einsammeln? So, wie komme ich da rein? Da, Wunderbärchen. Jetzt fällt mir das natürlich auch viel einfacher, diese Dinger hier zu flankieren. Man kann ja jetzt einfach drum herum rennen, ne? So, ich sammle erst alles ein. Gruppe herausbeamen. Ist das schön? Guck mal. Ganz automatisch rennt die Fluffy hier lang. Das ist ja schon fast wie so ein Actionfilm. Geil. Ich finde das ganz toll. Ah, Schlucky, arbeite da mal ein bisschen. Soll ich das eigentlich nochmal erwähnen, dass der Schlucky meine Aufnahme gelöscht hat? Ah, so ist das hier. Falls euch irgendwelche Strafen einfallen für Schlucky, schreibt mir die in die Kommentare. Was soll ich mit ihm machen? Dafür, dass er die Aufnahme von meinem bestandenen Tanzwettbewerb... Oh, der Aufseher. Was soll ich mit ihm tun? Da-da-da! Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ja. Ich habe was bekommen. So, aber ich muss noch hier ein paar Leute helfen, ne? So, ihr Lieben, da bin ich. Jetzt ist hier Schluss mit Plünderung. Damit ihr mal klar seht hier, wo es hier lang geht. Commander Fluffy is on the way. Wo ist mein Team? Gruppe herausbeamen. Sehr schön. Ja, also wenn ihr irgendwelche... Danke, ich habe mich schon in der Versklavung gesehen. Ich bin so froh, dass die Sternenflotte jemanden geschickt hat, mich zu retten. Warum wurden sie gefangen genommen?
Ich habe einige Wetten verloren und Hassan viel Latinium geschuldet. Er nahm es mir übel, als ich nicht zahlen konnte. Hätte schlimmer kommen können. Viele Gefangene hier werden zu Hassans Festung geschickt. Wenn sie zurückkommen, sind sie so gebrochen, dass sie kaum noch wie Lebewesen aussehen. Und die Bisswunden. Ich stehe in ihrer Schuld. Es tut mir leid, ich habe kein Geld. Keine Sorge, wir werden das Syndikat aufhalten. Alles wird gut. Gegenstände nehmen. Es tut mir leid, wenn ich euch hier irgendjemanden... Überfallen sie die Festung und schwächen sie die äußere Verteidigung. Das werden wir mit großem Vergnügen. Tja. So, also wie gerade schon angesprochen, falls ihr irgendwelche Bestrafungsideen für Schlacki habt, rein in die Kommentare. Ich werde mir was einfallen lassen. So geht das gar nicht. Das ist respektlos, Schlacki. Dafür wirst du büßen, mein Freund. Und so einem frechen Menschen mache ich gerade auch noch seine Fischstäbchen, die er sich gewünscht hat. Freunde, könnt ihr euch das vorstellen? Da komme ich heute den Rest des Abends nicht mehr drüber hinweg. Freunde, beeilt euch. Schnacki, für dich brennt der Himmel heute. Also Gott sei Dank, also ich muss ja jetzt dazu sagen, ja, Gott sei Dank war das nur diese... Ich hatte das nochmal so als kleine Bonusfolge aufgenommen, weil ich mir gedacht, weil ich das ja in dem Hauptstrang erst nicht geschafft hatte, habe ich mir gedacht, ach, mache ich das nochmal. Und dann habe ich es auch wirklich geschafft, weil ich einfach nur zu, ja, zu blind war in den, wie heißt das? Ich habe das einfach übersehen, was ich da machen sollte bei den Gesten. Das habe ich nachher auf jeden Fall geschafft. Das war auch jetzt nicht lange. Das war eine Aufnahme von ein paar Minuten, ne? Ah, da oben muss ich hoch. Aber ich habe mich trotzdem geärgert. Gott sei Dank hatte ich die ganze Episode vorher schon hochgeladen. Nee, sonst hätte ich dem Schlacki auch... Weil das ist einfach nicht das Gleiche. Wenn man die Sachen das zweite Mal macht... Ist das einfach nicht das Gleiche, als wenn man das erste Mal macht. Dazu muss man einfach stehen. Da, 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 da. So, besiegen Sie die nausikanische Wache. Ja, wo ist sie denn? Da wahrscheinlich, wa? Flushy Flauschi, geh in Sicherheit. Du kleine Maus. Die Sarah, wie sie sich abrollt. Toll. Find ich alles hervorragend. Muss ich jetzt hier hoch oder muss ich da hinten hoch? Was ist denn hier los? Also das, was da draußen so jämmerlich bellt, das ist auf jeden Fall nicht mein Hund. Wartet mal eben. Ich möchte mal eben sehen, was das ist. So, da bin ich wieder. Ich konnte leider nichts sehen. Da hat gerade irgendein armes Hündchen so ganz jämmerlich gejault. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier hören konntet. Aber sowas, das kann ich gar nicht haben.
Da wollte ich lieber mal nachsehen, was da los ist. Ich konnte leider nichts sehen. Hier oben. Okay, von hier oben hat man einen tollen Überblick auf alles. Hervorragend. Ich muss hier hin. Da ist auch schon dieser gelbe Kreis. So, eine weitere Stelle, an der ich wiederbelebt werden kann, wurde freigegeben. Das ist ja auch schon schön. Ich hoffe aber, dass ich doch nicht hier irgendwo mit dem Kopf im Sand liegen muss jetzt, oder? Bitte. Hier hoch. Leute, kommt rein hier in die Festung. Die sind schon alle tot, oder was? Was habe ich denn für eine Kuh? Die können ja alles. Feindliche Raider. Hier jetzt ab. Haha. Da liegt irgendwas. Haha. Schön, schön, schön. Zerstörer. Und jetzt muss ich irgendwo einen Eingang finden. Würde ich gerne machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den Eingang hier finde. Aber kontaktieren Sie. Kontaktieren Sie Horace Jones. Das ist alles, was ich Ihnen erzählen kann. Wenn Sie andere Fragen haben, kommen Sie doch später zurück. Blinde erzählen Legenden abgeschlossen. Ach so. Was haben Sie getan? Das ist fantastisch. Wenn das wahr ist, was Sie sagen, dann sind Sie kurz davor, dem Treiben von Hassan dem Unsterblichen ein Ende zu bereiten. Ja, Wunderbärchen. Sehr schön. Na, 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 na. Ich nehme jetzt einfach mal das. Belohnung einsammeln. Sehr schön. Und morgen geht's weiter mit dem Unsterblichen. Da kann man auch schöne Sachen bekommen. Das akzeptiere ich schon mal. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich hier gerade irgendwas hier für den Crunchy bekommen habe, was ich dem geben kann. Ah, hier zum Beispiel schon mal hier dieses Gewehrchen hier. Das kannst du schon mal bekommen von mir. Hallöchen. Nimm das mal. Das riss dich dem aus. Da geht es schon wieder zur Sache. Weiß nicht, vielleicht hat irgendein Nachbar einen neuen Hund, weil ich kenne diese Art des Gebelles noch nicht. Erstmal hat er jetzt schon mal eine bessere Waffe bekommen. So, das sollte erstmal reichen. Da muss der Crunchy jetzt erstmal durch, ne? Man kann nicht hier überall sofort, ne? Weißt du Bescheid? Ich sammle hier nochmal eben meine Sachen ein. Ist ja auch nicht unwichtig, ne? Man muss ja konsequent in seinem Handeln sein. Ich gebe mir da immer Mühe mit dem konsequenten Handeln. Aber das hört zum Beispiel dann auf, das konsequente Handeln, wenn ich Flip sehe, wenn unser Hund, der ich eigentlich für irgendwas bestrafen wollte, weil er böse war oder so, und ich mir denke, so, ach, du wirst den heute nicht mehr großartig beachten. Jetzt ist Schluss. Oder wenn er wieder sein Fressen auf einmal nicht frisst, weil er ist so verwöhnt, dieser kleine Bengel.
Dann nehme ich ihm immer vor, und du gibst ihm nichts anderes. Und dann sitzt er im Endeffekt dann vor mir, guckt mich an mit großen Augen, so ungefähr wie Fluschi Flauschi. Oh, und dann wird mein Herz ganz weich und dann gebe ich ihm doch alles. Und genau so funktioniert das auch mit Schlacki. Also, ich kann dem nie lange böse sein. Und auch wenn der jetzt meine Aufnahme gelöscht hat, was ich jetzt nochmal erwähnen wollte. Ich kann dem nicht lange böse sein. Nie. Wirklich nie. Spätestens, wenn wir heute Abend schlafen gehen, ist das Thema sowieso wieder vom Tisch. Weil man soll nicht schlafen gehen im Streit. Das ist einfach so. Haben wir noch nie gemacht. Noch nie. Und ich könnte dann auch gar nicht schlafen. So. Dann ist alles wieder. Am nächsten Morgen beginnt ein neuer Tag und dann ist Schwamm drüber. Ne? So, liebe Leute. Morgen geht's weiter mit der Unsterbliche. Da bin ich mal gespannt, ob der Hassan wirklich so unsterblich ist oder. Ach, hier, guck mal hier. Meine Kuh hier, die macht hier einfach mit. Die hilft den anderen. Finde ich ganz toll. So hilfsbereit. Auch Schlacki. Ne? Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, so wie immer. Lebt lang und in Frieden. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Tschüss.